Das Painting zeigt den Einfluss gesellschaftlicher Zwänge auf unser Bewusstsein und unsere Identität. Dabei zieht sich unsere Persönlichkeit als roter Faden durch das gesamte Painting. Social Media, Religion, Politik, Konformität. Aspekte unseres täglichen Lebens, die an diesem roten Faden zerren, uns verbiegen. Die Bewusstseinsveränderung wird zum Grundzustand unserer Gesellschaft. Im rauschhaften Alltagsirrsinn des Lebens lösen sich die Grenzen zwischen dem Ich und den äußeren Einflüssen auf. Werden wir beeinflusst? Oder ist dies unser Weg? Ziehen wir vielleicht sogar am selben Strang? Die Darstellung des Gesichts zeigt, wie die Belastung dieser Zwänge und Erwartungen uns immer weiter auszehrt. Unter dem ständigen Druck verlieren wir den Blick für das Wesentliche. Tränen symbolisieren das unterbewusste Trauern um das Verlorene selbst. Die Kopfhörer verdeutlichen, wie die ununterbrochenen Einflüsse unsere Selbstwahrnehmung übertönen. Anstelle unserer kraftlosen, ausgezehrten Persönlichkeit zeigen wir der Welt eine gläserne, reflektierende Maske, ein Trugbild, das wir uns und anderen gegenüber aufrechterhalten und gleichzeitig eine Form, in die wir gepresst werden. Eine weitere, oft selbst auferlegte Bürde? Schlechte Angewohnheiten und negative Einflüsse, die sich wie Stacheln in unseren Geist krallen und die wir wie eine Krone mit scheinheiligem Stolz tragen. Das Buch unseres Lebens steht für die Entwicklung unserer Persönlichkeit mit dem roten Faden als Lesezeichen, als Momentaufnahme. Über dem Herzen windet er sich in einer scheinbar endlosen Spirale. Emotionen, Illusionen, fehlende Fokussierung. Die Suche nach einem Sinn, einem Ziel. Die eigene Persönlichkeit ist gefangen in der Mitte dieser verrückten Manege, gezwungen, das Publikum zufriedenzustellen. Und im wörtlichen Ursprung des Zirkus steht der endlose, in sich geschlossene Kreis. In diesem Sinne sind auch die rot gefärbten Hände zu verstehen. Auch wir beeinflussen unsererseits andere Menschen, beteiligen uns in den sozialen Medien, stellen Erwartungen, vermitteln Normen und geben den straff gespannten roten Faden schließlich an unsere Kinder weiter.